Sind soweit alle wieder versammelt? Ich habe mich versammelt. Sie haben sich versammelt, das ist schön. Waren Sie in der Pause verteilt? Aber zerstreut. Gut, ja. Das ist eine gute Frage, darüber weiß ich leider nichts. Es wäre natürlich schon interessant, ob Politiker diesen Fragebogen. Aber man hat nur die, weil die Politiker sind ja nur die, Georg Schramm sagt so schön, Steigbügelhalter und Büchsenspanner, derer, die wirklich sagen, was passiert. Ja. Ja, richtig. Ja, und deswegen sollte man auch irgendwie eine Ideen- und Denkkultur etablieren, in der so etwas appellierbar hervorgeholt und auf den logischen Seziertisch gedroschen wird und einmal in diesen unendlichen Leeren dieser Innenleben herumgestielt wird und einmal öffentlich gemacht wird, was denn die Handlungs- und Entscheidungsgrundlagen dieser Steigbügelhalter und Büchsenspanner sind. Eben, dass sie den Begriff von Freiheit so radikal missverstehen. Gut, wir sind wieder da. Schön. Das hat mich als Kind ja immer wahnsinnig geärgert. Weiß nicht, ob es bei Ihnen auch das Kasperl-Theater gegeben hat. Kasperl, ja. Und hat bei Ihnen auch der Kasperl diese unsägliche Frage gestellt. Seid ihr alle da? Ja. Ich habe mir gedacht, was soll diese Frage? Weil die nicht da sind, hört er nicht. Also die Antwort ist völlig wertlos. Na gut. Ich habe dann Mutmaßungen angestellt darüber, ob es irgendwie so mal eine Liste gibt mit derer, die da zu sein haben und irgendwie einen genauen Überblick, wer zu wessen rechter und linker sitzt. Das heißt, wenn dann in diesem Ja einer, aber erst zu spät, sagt, nein, bei mir fehlt der Pauli und so, ob das sinnvoll wäre, da das nie passiert, habe ich gedacht, nein, diese Liste gibt es sicher nicht und der Pauli ist irgendwo am Scheißhaus eingesperrt und keiner weiß es. Ja, was man als Kind halt so denkt. Gut, wir sind also jetzt wieder, jetzt bitte Kon und zwar Zentration. Alle und jeder. Das ist, muss ich also auch kurz um Nachsicht bitten, mit jeder ist jeder und jede gemeint. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, wenn ich da nur jeder sage, das klingt sehr männlich gedacht, ist es aber nicht, also zumindest nicht so sehr, wie es klingt. Also, naja, dass bei jeder sich die Frauen auch gemeint fühlen müssen, aber bei jede sich die Männer wirklich denken dürfen, ja, pff, das geht mir nichts an. Das ist blöd an unserer Sprache, das weiß ich, das muss ich dazu sagen, weil es nicht geht, dass ich da den ganzen Abend in groben Keilen an der Menschheit herumachste und dann bei so Sachen die halbe Menschheit, nämlich die Frauen, einfach auslasse, weil die eine Hohlschuld haben, sich gemeint zu fühlen, wenn ich jeder sage. Also, wenn ich jeder sage, denken Sie sich bitte jeder Mensch. Obwohl das ja auch nicht das ist, was wir mit jeder einfach so meinen. Na so, jeder. Vielleicht erfinden wir mal ein Wort für das, was wir jetzt mit jeder meinen, obwohl da nur die Hälfte angesprochen wird. Vielleicht. Wobei ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass wir so ein Wort wirklich jemals erfinden werden. Weil es hat ja früher Versuche gegeben, eine Universalsprache zu erfinden. Esperanto, wer es kennt? Schon mal gehört? Ja, ist was. Und irgendwann hat auch ein gewisser Herr Schleier eine andere Universalsprache erfunden, weil ja eine Universalsprache nicht genügt. Ja, gut, bitte. So, und die Sprache, die der Herr Schleier da erfunden hat, trägt den wohllautenden Namen Volapük. Das, ja, klingt lustig, aber es ist eine neue Sprache hat neue Wörter. Warum soll nicht auch das Wort für diese Sprache ein neues Wort sein? Das kann man ja durchwacheln, ist in Ordnung. Volapük. Ich habe mir sagen lassen, dieser Begriff Volapük ist herbeigeballhornt aus World Speak. Also wenn man World Speak phonetisch zusammendenkelt, kommt dann Volapük raus. Gut, kann man ja, ist in Ordnung. Gut. Jetzt muss man dazu sagen, das waren also tatsächlich ernst gemeinte Versuche, Eintracht in die Welt zu bringen, indem, wenn es nur eine Sprache gibt, dann gibt es auch keine Missverständnisse. Weil, wenn gleich gesprochen wird, dann wird auch gleich gedacht. Das ist, ja, also einigermaßen routinierte Welt benutzen, wenn
ist schon klar. Nur man muss zur Verteidigung von Herrn Schleyer dazu sagen, der Mann war Priester, also von einer halbwegs routinierten Weltbenutzung, weit weg. Und das waren jetzt, also die Idee war folgende: wir benennen nur das, was wir haben wollen, und dann haben wir eine ganz tolle Welt. Also es gibt zum Beispiel in Volapük gibt es kein Wort für Arschloch. Also ist medizinisch natürlich schon, klar, weil er auch der Volapükenese Stoffwechsel betreibt, ist schon klar. Ja, aber nicht metaphorisch oder irgendwelche Derbheiten. Also man kann in Volapük nicht fluchen, weil es das Vokabular dafür einfach nicht gibt. Das wird nicht benannt und das gibt es dann auch gar nicht. So die Idee. Da muss man sehr aufpassen. Also wenn jemand vor allem mit Sprache zu tun hat, das rutscht sehr leicht in so eine Voodoo-Nummer. Da haben wir dann ein Püppchen, das für was anderes steht. Also haben sie die Sprache, die für die Welt immerhin steht. Und jetzt glauben die, wenn sie an dem Püppchen Veränderungen vornehmen, dann verändern sie gleich die Welt. Das ist ja, ich habe wirklich, muss ich vorstellen, ernst, ich habe tatsächlich mit einem Doppeldoktor in Philosophie und Theologie, also zwei Schritt weit weg von, wie sie ist, mit diesem Mann habe ich ein Gespräch gehabt. Und er hat ernsthaft die These vertreten, erst die Benennung bringt die Dinge ins Sein. Und ich sitze da und denke mir, Alter, du hast doch Philosophie studiert, du musst doch beim Ursache-Wirkungspfeil das stumpfe Ende finden können. So viel sind sie auch nicht. Das ist ja, ich meine, was benenne ich denn, was noch nicht ist, bevor ich es benannt habe? Eine ontologische Arschbombe. So, gut. Also, wie gesagt, muss ich Acht geben. Also, die Idee war eben die, bei diesen Universalsprachen, wir benennen nur das, was wir haben wollen, und dann haben wir die beste aller möglichen Welten. So eine Pipi-Langstrumpf-Nummer. Eine Welt, wie sie uns gefällt. Nur durch Benennung und Nichtbenennung schaffen wir eine ganz wunderbare Welt. Die beste aller möglichen Welten. So, jetzt schauen wir mal, wie schaut denn diese beste aller möglichen Welten aus? Hochinteressant. In Esperanto und in Volapük ist es so: Da gibt es eine Welt, in der die Dinge sind, wie Dinge von Natur aus halt sind, also der Normalfall. Und es gibt Ausnahmen, nämlich wenn etwas weiblich ist, dann gibt es eine spezielle Vorsilbe, die anzeigt, dass es sich da jetzt um einen Sonderfall handelt. Ein semantischer Behindertenparkplatz. Also eh so wie vorher auch schon, aber mit einer kleinen Verschärfung. In Volapük gibt es ein Wort für Sohn, und das Wort für Tochter ist Frau-Sohn. Also, wenn man eine Sprache entwirft, um über diese Sprache das Denken zu steuern, sollte man halt schon wissen, dass vorher schon einmal das eigene Denken die Sprache steuert, die man da gerade bastelt. Ne? Aber ja, wenn man mit der Laufrichtung von Ursache und Wirkung nicht ganz so trittsicher ist, passieren so Sachen. Ja, eben. Also wie gesagt, also ich weiß, dass jeder zu kurz greift, wenn jeder und jede gemeint sind, aber bei dem, worum es jetzt geht, ist es wirklich besser, wenn ich nur jeder sage, weil wenn es um den Unterschied, also die Zweiteilung von alle und jeder geht, wird es wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich, wenn in dieser Zweiteilung auf einmal drei Elemente auftauchen, nämlich alle und jeder und jede, zumal ja jeder und jede eine, kann man sagen, intrinsische Dichotomie birgt, also eine mitgewebte Laufmasche, wenn man so will. Bitte? Einfach jede sagen. Jede. Ja, nur das sind die Männer, also wie gesagt, ja, ist wohl wahr. Aber nur, also, a conto dieser kleinen apologetischen Einleitung gestatte ich mir, den herkömmlichen Duktus zu benutzen und ersuche Sie, wie gesagt, um Nachsicht. Ja. Meinen Segen hast du. Dankeschön. Danke. Wobei, Nachsicht ist jetzt natürlich auch wieder, ich meine, weil, ganz ehrlich, den Männern wird es wurscht sein und die Frauen müssen sich nicht umstellen. Wie gesagt, ich will nur sagen, ich weiß es. Ja, nein, es geht eben um diese ideellen und tatsächlich in der Realwelt manifesten Begriffe von alle und jeder. Alle. Ja, nein, also ich habe jetzt doch, also mal.
einen gewissen Betrag Zeit darauf verwendet, mich hier ins rechte Licht zu rücken. Also, so. Alle und jeder. Das ist Obacht nicht, da wird immer. Wenn Sie nur mit sich reden hören, schaue ich Sie an. Dann können Sie aufhören weiter. Ja. Ja, okay. Also jetzt wieder, genau. Wir stellen uns wieder in die Spur, weil wir müssen. So. Worauf ich abhebe, sagt man so schön, worauf ich abheben will, möchte ich, alle und jeder, da gibt es einen Unterschied. Und dieser Unterschied ist eine philosophische Problemzone. So oder wenigstens so ähnlich wie eine anatomisch-ästhetische Problemzone. Es gibt sie, man weiß es eh so irgendwie, aber man schaut nicht nur nicht hin, sondern man hängt auch noch was drüber. Und wenn man nicht aufpasst, findet man Sommermode auf einmal für grundsätzlich blöd. Und dafür findet man auch noch Gründe, also keine stichhaltigen Gründe. Baufreie Leibchen werden ins moralische Visier genommen, so Sachen. Die hinkünftige Altersversorgung, die Volksgesundheit sind gefährdet, weil Legionen leichtsinniger Menschen sich als Dauerpflege, vor allem mit chronischer Nierenbeckenentzündung, ins soziale Netz schmeißen, mit ihren kurzen Leibchen. Also wie gesagt, keine stichhaltigen Gründe, an den Haaren herbeigezogen, von tief hinterm Horizont der Vernunft, am Rosettenpelz dahergeschleift. Sowas kann passieren, wenn man sich eine Problemzone nicht anschaut. Das gehört zu den Dingen, die nur deshalb so wirksam sind, weil wir glauben, sie sind es nicht. Und weil wir sogar nicht einmal wissen wollen, dass es sie überhaupt gibt. Und bei der körperlichen Problemzone und den Folgen ist es ja noch einigermaßen übersichtlich, weil da gibt es zumindest als Ausgangspunkt etwas, kann man sagen, Handfestes. Nämlich die reale Problemzone. Eine Menge Bauchfleisch, die sich über die Jahre unter der Hand rund um den Nabel bis ins Kreuz nach hinten einfach angesintert hat. Dort, wo es dann abbiegt, ist es ohnehin rein ideell. Wenn aber schon der Ausgangspunkt nichts Greifbares ist, sondern so etwas Abstraktes wie ein Unterschied, dann wird es gleich mal ganz kompliziert. Zumal dieser Unterschied ja auch nicht sehr augenfällig ist. Alle und jeder. Das sind gleich viele. Das schaut so aus, als gäbe es ja keinen Unterschied. Weil ob jetzt alle gleichzeitig in den Urlaub fahren oder jeder, da sind gleich viele Autos im Stau. Das schaut so aus, als gäbe es da keinen Unterschied. Nur, wenn sich da jetzt jeder die aufgestellten Nackenhaare wieder in den Kragen runterkämmt und nicht blödsinnig um jeden Preis seinen Platz im Stau halten will, sondern auch mal jemand anderen vor sich einreihen lässt, haben alle was davon. Und es ist auch kompliziert, wenigstens kompliziert handhabbar, weil der Unterschied zwischen alle und jeder die Welt ja nicht in gut und schlecht einteilt. Also wir haben da eine Präferenz entwickelt, also im Zweifelsfall ist uns jeder schon näher als alle. Aber in Wahrheit ist es nicht so, dass man sagen kann, jeder ist gut und alle ist schlecht. Weil das haben wir schon gern. Also wenn wir ehrlich sind, haben wir das schon ziemlich gern, wenn ein Unterschied die Welt in gut und schlecht einteilt, aufteilt. Aufteilt ist besser, aber noch lieber. Weil beim Einteilen ist ja noch nichts passiert. Beim Aufteilen ist man gleich auf einer Seite. So oder so, das ist eingeteilt. Damit kann man nichts anfangen. So oder anders, oder da oder dort, der Klassiker, wir oder die, da wird die Welt aufgeteilt. Das greift. Weil die Diskussion findet ab jetzt ja nicht mehr in der kargen Ebene nachvollziehbarer Befunde statt, auf die jeder gleichberechtigt Zugriff hat. Das ist mühsam. Da muss man sich aus den Fakten eine Ansicht selber basteln. Boah, anstrengend. Anders ist besser, wenn man gleich mal mit Ansichten anfängt und daher die Fakten schon einmal in gut und schlecht vorsortiert sind. Das greift, das unter Gesicht. Da weiß man, wir, die, gut, schlecht, ne? Gibt es ein Gefälle. Ne? Und da wird dann gleich einmal emotionales Rüstzeug umgegurtet und in der schweren Brünne vorauseilend beleidigter Gefühle zieht man dann dorthin, wo man ein Gespräch lauthals nämlich abschmettert. Habe ich gar nicht notwendig, da stelle ich mich doch nicht her, da spüre ich doch, dass, wenn gespürt wird, hat das Argument, kleine Pause, ne? Wird gespürt. Das wird mich, also für meine Person, irrsinnig stören, wenn ich die Welt nur wahrnehmen kann, wenn die Eindrücke vorher durch ein Gefühlsaggregat müssen und wenn es dort keinen Stempel bekommt, wüsste ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Also das würde mich irrsinnig stören. Mich. Ich weiß, damit bin ich sicher eher in einer Minderheit, weil
Die meisten Menschen, so wie ich das beobachte, die meisten Menschen brauchen ein Gefühl zu dem, was gerade am Tisch liegt, damit die das überhaupt ernst nehmen können als etwas, worüber man reden kann. Also jetzt gar kein Gefühl und gleich überhaupt nicht und nie, auch nur irgendein Gefühl ist auch blöd, das weiß ich schon. Weil, ja, wenn jemandem Gefühle komplett fehlen, friert der in der Früh vor der Sockenlade fest. Ja, weil der sich nicht entscheiden kann, ob er die grünen oder die blauen anziehen soll. Weil die einen sind grün und die anderen sind blau. Aber es spricht für die grünen nicht mehr als für die blauen. Die haben halt verschiedene Farben. Es liegt in der Wellenlänge vom remittierten Licht. Stimmt. Hilft aber nicht. Aber es ist nicht so, dass die zum Beispiel lieber wären. Weil lieber ist keine Kategorie. Das ist ein klassisches so oder so. Ja. Ja, und wenn der sich nicht entscheiden kann, weil ihm die Grundlage dafür einfach fehlt, dann entscheidet er sich auch nicht, weil er es nicht kann. Ja, ja, das war es aber auch für den Tag. Und wenn er müde wird, der Krampf hat er kriegt von langem Stehen, dann geht er halt wieder ins Bett. Und ich befürchte, dass sich sowas ja im Alter erst richtig ausprägt. Und ich habe mir vorsorglich gleich einmal 30 Paar gleiche Socken in Schwarz gekauft. Ja, und seither bin ich in der Früh ziemlich zackig unterwegs. Und das ist dann aber auch ein gutes Gefühl. Wenn ich aufstehe und ich weiß, so, da ist mal alles klar, da gibt es jetzt keinen internen Diskussionsbedarf, ich nehme die, nämlich nicht die, ich nehme Socken. Und zwar zwei Stück, weil diese Anzahl ist unter allen denkmöglichen Gesichtspunkten gerechtfertigt. Da macht man was und dann hat man ein gutes Gefühl, großartig. Aber gleich am Start und dauernd und hauptsächlich ein Gefühl, weil sonst ist es nicht menschlich, da stelle ich mir irrsinnig mühsam vor. Also ich, wie gesagt, ich weiß, damit bin ich sicher in einer Minderheit, weil ich beobachte uns Menschen ja. Und wir Menschen, also ich stelle mir bei wir jetzt einfach dazu, wir Menschen brauchen Gefühle. Das ist so. Das ist unser Motor, unser Treibstoff und unser Kompass. Ohne Gefühle sind wir verloren. Das ist so. Wir haben dabei aber, so wie ich das beobachte, haben wir dabei eine ziemlich geringe emotionale Spannweite. Und das hat jetzt auch mit alle und jeder zu tun. Alle kriegen wir so, dass wir emotional aufgeladen und wie auch sonst darüber reden können. Alle kriegen wir nur in den Griff, wenn wir jeden davon kennen. Wirklich alle. Also außer wir basteln an alle so einen monströsen Henkel wie Nation oder Religion. Dann geht es so einigermaßen. Aber einfach so, alle können wir emotional nicht umfassen. Da haben wir zu kurze Arme. Deswegen ist es ja so schwer, etwas wirksam durchzusetzen, wovon alle sicher etwas haben, was jeden aber auch nur möglicherweise was kostet. Man könnte ja Lottogewinne versteuern. Das wäre ein regelmäßiges Einkommen für den Staat, da haben alle was davon, das müsste doch jeder gut finden. Aber keiner von jedem will das, was er gewönne, teilen müssten. Ein zugegebenermaßen hässlich, aber gerechtfertigter Konjunktiv. Das ist, glaube ich, Konjunktiv Futurum oder irgendwas. Es ist sowieso schon mal hochgradig unwahrscheinlich, dass man im Lotto wirklich was gewinnt. Also so ernsthaft. Wo man dann sagt, meine Lieben, also ich wollte euch nur in Kenntnis setzen, mit mir ist nicht mehr zu rechnen. Ab jetzt ist für mich nämlich nur noch Nasenbohren und Sackkratzen. Also für Frauen entwirft sich da vermutlich ein anderes Bild eines geglückten Müßiggangs. Das würde ich gerne einräumen. Das kommt vielleicht auch auf den Sack an. Das machen Gib mir nichts an. Angeblich ist die Wahrscheinlichkeit ist die Batterie jetzt am Ende oder warum? Geht noch. Weil es gerade so pfeift und. Liegt es an mir? Kann ich was machen? Schön. So. Angeblich ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal vom Blitz getroffen zu werden, höher als die Wahrscheinlichkeit auf einen Lotto-Sechser. Es gewinnt aber doch immer wieder jemand im Lotto. Und die allerwenigsten von denen sind vorher zweimal vom Blitz gestreift worden. Das
ist auch keine Bedingung. Es wird nicht überprüft. Muss man sich, wenn man den Gewinn abholen will, mit dem Lottoschein auf die Krankenakte mitbringen. Bitte schön, sagen Sie mal her. Ja, die Zahlen schauen gut aus, ich gratuliere. Und, oi. Na, da haben wir ein Pech. Nein, einmal ist zu wenig. Du, stellen Sie vielleicht einen Regen, setzen Sie einen Eimer auf, irgendwas Metall. Also kommen Sie nach der Gewittersaison, also das passiert nicht. Trotzdem ist die Chance auf einen Lotto 6 ja mit kaum unbotmäßig übertrieben dargestellt. Und wenn man gewinnt, ist ja lange nicht gesagt, dass da nicht drei andere auch gewonnen haben. Also, was man für einen hochgradig unwahrscheinlichen Sechser tatsächlich bekommt, ist völlig unklar. Aber die Aussicht von dem, was man nämlich nicht erarbeitet und verdient hat, sondern nur bekommt, aber praktisch so gut wie nie bekommt und wovon man überhaupt keine Ahnung hat, wie viel es überhaupt sein wird, von diesem völlig ausgedünnten, hypothetischen Luftbetrag dann aber nichts abteilen zu müssen, das ist etwas, was jeder beansprucht. Es haben ja auch alle was davon, wenn jeder seine Steuern zahlt. Also nicht jeder hat was davon, das ist schon klar. Ne? Jeder, der keine Steuern mehr hinterzieht, hat weniger davon. Da habe ich im Fernsehen, das war noch vor Hoeneß, habe ich im Fernsehen was gesehen, was mich ein bisschen, also nein, das hat mich nicht ein bisschen, das hat mich, wie man so schön neudeutsch sagt, das hat mich ein Stück weit, also ja, das hat mich ein gutes Stück, also wenn du das Stück zu Fuß gehst, verrennst drei Paar Schuhe. Das hat mich ein Stück weit, also weißt, nicht irritiert, sondern verstört. Und ich habe jetzt doch schon einen gewissen Betrag Leben hinter mich gebracht und ich bin noch einigermaßen offenen Auges durch diese Welt gegangen. Ich habe also auch schon die eine oder andere Auslenkung aus Soll gesehen. Also so Sachen, wo man denkt, Alter, bist du? Aber gut, was gibt's auch? Ich habe mit der Zeit, kann man sagen, einen gewissen Federweg entwickelt. Also ich sitze nicht gleich auf. Ich meine, na, wieder was gelernt. So. Aber das war wirklich was, wo der Dreck aus dem Radkasten spritzt. Also, nämlich, es war eine Gesprächsrunde im Fernsehen, also jetzt kein Sozialkompetenzmangel-Porno am Nachmittag, sondern seriös. In irgendeinem dritten deutschen Programm sitzen ab 21.15 Uhr kluge Menschen und reden über ernsthafte Sachen, sowas. Und da war ein Mann zu Gast, der hat ein Experiment gemacht, natürlich gleich ein Buch darüber geschrieben. Also, ja. Nämlich, er hat 40 Tage, wo ich mich auch frage, warum immer diese mythologisch aufgeladene Zeitspanne? Der 40, weil 40 Tage ist der heilige Bums in den Wald gegangen, hat mit dem Specht geschrien, 40 Tage brennt das Blumenrabattel ohne Unterzünden, 40 Tage spuckt der Walfisch dem Maul, ich weiß nicht, 40. Er kann ja auch 43 Tage, das ist länger als eine Primzahl. Was für, also gut, bitte, schön. Dieser Mann hat 40 Tage lang nicht gelogen. Ist ja was, wo man denkt, was ist? Ich meine, vielleicht habe ich in meinem Leben wirklich nur wahnsinniges Glück. Vielleicht bin ich auch ein bisschen ein Soziopath in dem Sinn, dass es mir jetzt eigentlich wurscht ist, was jemand anderer gerade von mir glaubt. Vielleicht bin ich auch nur rasend gemütsfaul. Das kann ja auch sein. Aber auf der Langstrecke ist Lügen doch immer deutlich aufwendiger, als einfach die Wahrheit zu sagen. Das machst du einmal und dann ist es durch. Und du hast den Kopf frei für was anderes. Wenn du lügst, musst du, bis der tot ist, musst du dann weiter anlügen. Wer will sich das merken? Also schön, dieser Mann hat, merket auf, erbleichet und erstaunet in Ehrfurcht und Demut. Dieser Mann hat also 40 Tage lang nicht gelogen. Und er hat ein Buch darüber geschrieben. Weil ein Buch, eine Broschüre kann er schreiben, ein Bierdeckel hinführen. So, na gut, schön. Und es wurde eingehend besprochen, wie das denn so war in diesen 40 Tagen nicht lügen. Und dann war auch die Frage, wie das denn so war bei seiner Steuererklärung. Weil die ist nämlich genau in diese Zeit gefallen. Und da hat der gesagt, und der hat nicht gefeixt oder irgendwie ein blödes Gesicht gemacht, so ernst ein Mensch nur sein kann, hat der gesagt, dass das also schon sehr schwer war, da jetzt nicht zu lügen. Und alle haben das kommentiert mit, oh, das kann ich mir aber vorstellen. Da haben sie wirklich ein Pech gehabt, dass sie genau in dieser Zeit haben sie schlecht eingeteilt. Lauter Menschen, die ernst genommen werden wollen und die auch wirklich ernst genommen werden. Und ich sitze vorm Fernseher und denke mir,
da lasse ich mich von genau diesen Sendungen jahrelang anblustern mit Gerechtigkeit und Moral und so gehört es, da sollte wirklich, und wenn einer sagt, dass er zufällig aus einem halbakademischen Experiment heraus in einem Jahr die Steuern nicht betrogen hat, kriegt er Mitleid dafür. Ich meine, geht's noch? Das ist ja Wahnsinn. Gut, jetzt ist es in der Diskussion. Jetzt, weil, warum? Jetzt hat es ein Gesicht, die ausgefressene Faulpappen vom Hoeneß. Jetzt wird darüber gesprochen, ne? Weil es gibt einen von jedem. Ne? Bei allen ist es wurscht. Das ist zu abstrakt, das verstehen die Menschen nicht. Siehe da, okay, jetzt haben wir den Kühlen sind wir drauf, also dem dicken, diesem korpulenten Menschen, den haben sie erwischt. Und jetzt gibt es eine Diskussion, wenn man denkt, das ist doch peinlich. Das ist doch peinlich, dass jetzt, nur weil sie ein Gesicht hat, wo man sagt, aha, der... Da wird dann drüber gesprochen, da sitzt man dann bei Lanz und Beckmann und zerknirscht sich irgendwie eine Befindlichkeitsattrappe und so. Da wird dann ernsthaft drüber gesprochen. Ja, wirklich, war. Und bis jetzt war es wurscht. Das ist, geht mir so am Arsch. Es ist peinlich, wirklich. Und das ist dann die Öffentlichkeit. Gut, egal. So. Bis Hoeneß war das kein Thema, aber auf einmal, gut, so. Also, was ist da passiert? Es wird jedem das Recht eingeräumt, alle zu betrügen. Also uns ist jeder eindeutig näher als alle. Das hat bei uns aber auch eine geistesgeschichtliche Tradition. Der gute Hirte. Wenn ein Schaf weg ist, geht der das suchen. Weil es auf jeden ankommt, lässt der alle im Stich. Ist aber gut, deswegen seltsam. Es hat auch andere Entwürfe gegeben, wo man gesagt hat, schauen wir, dass es allen gut geht, dann geht es auch jedem gut. Ist soweit einmal logisch. Hat sich aber auf Dauer leider nicht durchgesetzt, wegen der menschlichen Natur. Der andere Entwurf war, jeder schaut, dass es ihm gut geht, dann wird sich das für alle ausgehen. Ja, da können wir gerade zuschauen, wie sich das auf dem Fundament derselben menschlichen Natur entwickelt. Das schaut momentan nicht sehr rühmlich aus. Die menschliche Natur. Das sollten wir auch zu den großen Kränkungen der Menschheit zählen. Egal, wie gut es uns geht, und das gilt jetzt für alle und für jeden, egal, wie gut es uns geht, wenn es jemandem, den wir kennen, besser geht, geht es uns schon wieder schlecht. Gut, da muss ich Ihnen jetzt doch von meinen Kränkungen, was die Menschheit angeht, erzählen. Ich habe mit den klassischen Kränkungen, werden Sie bemerkt haben, also kein so ein Problem, weil ich mir denke, ja, so ist es. Schon einmal gut, dass wir das jetzt wissen und so schlau sollten wir sein, dass wir das durchstehen. Und da habe ich jetzt was erfahren, was mich schon so richtig kränkt. Gerade nämlich wegen schlau sein. Mein hochfliegendes Menschenbild fußte weitgehend auf der Annahme, dass wir eben so schlau sind. Und das kommt daher, weil wir dieses wunderbare große Gehirn haben, mit dem wir so schlau sein können. Und die mit dem großen Gehirn sind eben schlauer als andere. Das heißt, die sind auch eher in der Lage, ihren Nachwuchs auch durch schlechte Zeiten bis in die Geschlechtsreife zu bringen. Und dieser Nachwuchs, indem er eben die Geschlechtsreife auch erlebt, hat dann selber wieder Nachwuchs. Und jeder Nachwuchs hat ein großes Gehirn, weil ein großes Gehirn sich weitervererbt. Die mit den weniger leistungsfähigen Gehirnen haben auf die Dauer schlechtere Karten. Bei denen kommt nicht so viel Nachwuchs bis in die Geschlechtsreife, weil alle paar Generationen passiert irgendwas Schreckliches, wo die Schlauen sich zu helfen wissen und die zerebral unterausgestatteten in der Summe weniger gut davon kommen. Und deswegen werden das über viele hundert Generationen, versteht sich, immer weniger. Und deswegen sind wir Menschen, nämlich wir, die wir es geschafft haben. Und daher heute den Bestand an Menschheit stellen, wir sind durch diesen Siebprozess so schlau geworden. Daher kommt das, dass wir dieses wunderbare große Gehirn haben. Habe ich mir gedacht. ASPM,
wird Ihnen das nicht sagen, war mir auch unbekannt. Das ist ein Gen. Und dieses Gen steuert das Wachstum der Geschlechtsteile für beide Geschlechter. Also wenn das ASPM in Schuss ist, ist im Schritt was los. Und dieses Gen steuert das Hirnwachstum. Auch. Aber halt nur auch. Also es könnte auch die dicke Haut am Ellbogen sein oder die Farbe der Nasenhaare, aber zufälligerweise ist es das Hirn, was damit gesteuert wird. Was im evolutionären Bewerb, also das Rennen gemacht hat, war nicht das tollste Gehirn, sondern die dicksten Eier, männlich wie weiblich. Dass da das Hirn noch oben drauf kommt, wie am Hamburger Fischmarkt. Wenn Sie die dicken Eier nehmen, dann gibt es obendrauf noch opponierbare Daumen und ein großes Gehirn, da kann man doch nicht meckern. Also das lässt mein hochfliegendes Menschenbild deutlich unterm Radar herumgurken. Gut, ganz zu Ende erforscht ist es noch nicht und vielleicht kommen die noch irgendwas drauf, aber ich weiß jetzt, dass auch so ein naturwissenschaftlich fundiertes Menschenbild wie meins, gerade nämlich durch die Naturwissenschaft, also empfindlich zerrüttet werden kann. Und dann gibt es noch was, was mich so richtig kränkt. So wie eine Kränkung passiert. Da hat man eine Idee, eine hoch angesetzte Idee vom Menschen. Und dann gibt es diese harsche Kollision mit der Wirklichkeit. Und man denkt sich, na geh bitte, na komm. Nämlich, dass wir Religion noch immer notwendig haben, das kränkt mich. Was mich stört, ist, dass das wieder so ein Thema ist. Da hätten wir es im aufgeklärten Abendland so ein bisschen gemütlich gehabt. Da wären wir so weit gewesen, dass wir uns zusammensetzen und sagen, so, und jetzt schauen wir mal, wie es ist. Nämlich, wie es wirklich ist. Und wenn wir das wissen, wie es wirklich ist, dann überlegen wir uns, was wir damit machen. Was schwer genug ist. Und auf einmal steht ein Behauptungskatalog aus dem Frühmittelalter im Raum, mit allem, was das Mittelalter so unerfreulich macht. Hand abhacken, Auspeitschung, Steinigung, Familienehre durch Jungfräulichkeit. Und alles, was uns einfällt, ist, dass wir dem einen Behauptungskatalog aus der Bronzezeit gegenüberstellen, mit einem Anhang aus dem Altertum. In dem Anhang, dem Neuen Testament, steht aber, dass die Gesetze aus der Bronzezeit im Alten Testament uneingeschränkt gelten. Das ist unsere Antwort. Peinlich. 200 Jahre Aufklärung werden über Bord geworfen und was wir einer Wüstenreligion gegenüberstellen, ist eine andere Wüstenreligion und nicht das, womit wir diese Wüstenreligion überwunden haben. Wir haben uns im Laufe der Zeit ein paar wirklich sinnvolle Werkzeuge für den Dialog erfunden und zurechtgelegt. Logik und Überprüfbarkeit. Das ist eine Währung, auf der kann man wirklich sinnvoll miteinander reden. Logik und Überprüfbarkeit haben in dieser Diskussion Exotenstatus. Das ist ein, ja, natürlich kann man das so sehen, wenn Sie das so sehen wollen, aber Argument ist das keins. Da geht es ja ums Große, da kann man mit Logik und Sachargumenten nicht mitreden. Das ist billig. Wenn Logik da zulässig wäre, wäre die Sache mit dem ersten Gebot vom Tisch. Du sollst keine Götter haben neben mir. Erstes Gebot. Da hat Gott schon beim Vorstellungsgespräch großkalibriges eigene Knie in den Ofen geschossen. Du sollst keine Götter haben neben mir. Ist für einen Gott mit monotheistischem Anspruch eine seltsame Forderung. Wenn es ja nur einen gibt, wie er ja sagt, ist die Anweisung so sinnvoll wie, du sollst kein drittes Knie haben. Oder aber, er weiß, dass es andere Götter sehr wohl gibt und verlangt jetzt von uns, dass wir wem nämlich vorlügen, dass es aber nur einen gibt. Ja, das geht ja auch nicht. Oder, und das ist die lustigste Möglichkeit, Gott ist man nicht per Existenz, also weil man Gott ist, sondern Gott ist man nur, wenn man dazu gemacht wird. Und zwar von uns. Ja, aber dann erledigt sich die Sache mit Gott komplett. Aber wenn über das Heilige geredet wird, ist das alles nicht zulässig. Da sitzen die Deutungsbefugten in einem bizarren Schulterschluss unterschiedlicher Monotheisten, gern einmal auch in seltsamen Gewändern mit lustigen Hüten, und sagen, das darf man so nicht sehen, das muss man symbolisch verstehen. Nein, muss man nicht. Weil man das nicht kann. Das, was da steht, geht sich nicht aus.
Symbolisch heißt er nicht, dass in Tralala-Hausen die Türen ausgehängt sind, dass jetzt alles geht und gar nichts mehr gilt. Die Behauptung liegt ja schon bei Gott und ewig. Daraus leitet sich der Anspruch ab, überall mitreden zu dürfen. Die berufen sich auf heilige Schriften. Das ist ja kein Vanillezuckersackerl, wo ein Kugelhupf drauf ist, darunter steht Serviervorschlag. Wenn es dauert, machst du von Gott, dem ewiglich immer da währenden, persönlich offenbart. Das ist die Basis, auf die die Ansprüche gründen. Da sitzen die Schriftgelehrten und spielen mit der Wahrheit Bauernarsch. Beanspruchen Mitspracherecht in allen Belangen, weil sie ewige Werte verwalten. Wenn man die ansticht auf den Text, in dem diese ewigen Werte aber formuliert sind, rutschen die augenblicklich. So einen Zeitsprung siehst du in keinem Science-Fiction-Film. Hast du nicht gesehen? Zack, rutschen um Jahrhunderte woanders hin und sagen, dass das alles anders gemeint ist. Also, na schauen wir mal. Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie zu kämpfen, so sollst du ihr zuerst Frieden anbieten. Anmerkung des Interpreten, offenbar handelt es sich da um eine Religion des Friedens. Ende der Anmerkung. Will sie Frieden machen mit dir und tut dir ihre Tore auf, so soll alles Volk, das darin gefunden wird, dir froh und pflichtig sein und dir dienen. Anmerkung des Interpreten, na schau, da wissen wir gleich, was du unter Frieden so verstehen. Ende der Anmerkung. Will sie aber nicht Frieden machen mit dir, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie. Und wenn Gott, dein Herr, sie dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was männlich darin ist, mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Zitat Ende. Und tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Ist übrigens auch in der Religion des Friedens. Also wenn das nicht so gemeint ist, braucht der jeweilige Gott einen Sprachkurs. Nein, das ist schon so gemeint. Aber wir halten uns weitgehend nicht mehr dran, was gut ist. Weil, wenn man sich an das hält, was diese heiligen Bücher so vorschreiben, schaut es bald so aus wie dort, wo man sich daran hält. Das will keiner. Aber dann wird Respekt eingefordert. Da wird Respekt gefordert. Ich fordere Respekt. Wofür? Wofür? Dafür, dass sie sich an diese Bücher halten? Also nicht böse sein. Wenn man den Gedanken an Völkermord auch nur einigermaßen kritisch gegenüber eingestellt ist, kann es dafür keinen Respekt geben. Weder für das Buch noch für den, der das glaubt und nicht mal für den Umstand, dass er das glaubt. Oder wird Respekt dafür eingefordert, dass sie sich auf diese Bücher zwar berufen, sich aber nicht dran halten? Na was? Ja, dafür gibt es ja auch keinen Respekt. Also nicht von mir. Das sehen andere vorgeblich aufgeklärte Geister anders. Nur weil es um Religion geht, gehen auf einmal Sachen, die zu Fuß in der Welt nicht gehen. Und zwar gar nicht. Ein Thüringer Heimatverein, der in seinen Satzungen stehen hat, wenn ein Mann in der Hochzeitsnacht bemerkt, dass seine Frau nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen ist, so hat er sie auf den Stiegen ihres Vaterhauses zu Tode zu steinigen. Dieser Verein hat binnen Minuten das gesamte Gutmenschentum im Genick sitzen und den Verfassungsschutz hinten drauf. Und zwar zu Recht. Und da hilft es ja noch nichts, wenn der Vorsitzende von dem Verein sich einen lustigen Hut aufsetzt und sagt, dass das von den meisten so eh nicht mehr gemacht wird. Aber das hatte mal jemand aufgeschrieben und das bleibt jetzt auch so stehen. Na sicher nicht bleibt das so stehen. Das wird gestrichen oder der Verein wird verboten. Aber wenn es Religion ist, darf das stehen, dass ein Mann seine Frau schlagen darf, wenn sie ihm nicht gehorcht. Und da wird dann darüber geredet, dass er sie eh nicht wirklich schlägt. Also nicht ins Gesicht und auch nicht vor den Kindern. Insgesamt oft, meistens sogar eher nur symbolisch. Und alle sagen, also, und keiner sagt, Moment, lassen wir das mit dem Schlagen und wir hoffen, wir schlagen einmal weg. Das ist völlig indiskutabel, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden. Was ist mit dem anderen Punkt? Wenn sie ihm nicht gehorcht, ist mir jetzt deppert geworden. Wie kommt irgendwie auf die Idee, dass die Frau dem Mann zu gehorchen hat? Kein Kegelclub könnte bei uns so bestehen. Geschweige denn, wenn man den Schriftführer einlädt zur Diskussion mit, aha, na und wie sehen Sie das? Wir haben auch wichtige Bücher. Das Strafgesetzbuch, das bürgerliche Gesetzbuch und die Verfassung. Diese Bücher hat aber nicht irgendeine unsichtbare Fantasiegestalt aus Dingskirchen angeblich vor Jahrhunderten einem schmallippigen Kontrollmaniker vermutlich im Zuge einer herkömmlichen Temporallappenepilepsie diktiert, sondern diese Bücher haben wir geschrieben. Da haben wir uns hingesetzt und wir haben gesagt, so, wie machen wir das? Wie wollen wir leben? Und deswegen sind diese Bücher auch nicht heilig, was gut ist. Weil, wenn wir draufkommen, dass es notwendig ist, können wir diese Bücher auch wieder umschreiben. Aber das, was in der letzten Fassung steht, gilt. Interessant ist ja auch, was diese heiligen Bücher zu den Frauen sagen.
Gar nichts. Gar nichts. Die sagen nur etwas über Frauen. Das sind Anweisungen, wie mit der Welt und den Sachen in dieser Welt zu verfahren ist. Und die Sachen, um die es da geht, das sind Land, Vieh, Frauen, Sklaven, Nahrung, Bekleidung und so weiter. Also diese heiligen Bücher hätten wir eigentlich auch in Esperanto oder in Volapük schreiben können. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde, diese heiligen Schriften riechen alle ziemlich streng nach Prostata-Beschwerden. Das säuert alles so nach alten Männern. Dass die Frauen bei uns den Status haben, den sie haben, haben sie sich selbst erstritten. Da haben die Männer der Aufklärung, und das muss man auch einmal sagen, die Männer der Aufklärung haben sich, was diese Frage angeht, furchtbar blamiert. Das ist Jean-Jacques Rousseau, ein Philosoph der Aufklärung, der Urvater der Grünen, weil er hat gesagt, zurück zur Natur. Was ist denn diesem atavistischen Gemüt zum Thema Frauen eingefallen? Interessante Sätze. Die Frau, da merkt man gleich, oh, hier denkt ein großer Geist. Wenn jemand die halbe Menschheit mit die Frau, so mit einem Arm, ein differenzierter Denker, so. Also gut. Die Frau ist gemacht, um zu gefallen und zu gehorchen. Das sagt ein Philosoph der Aufklärung. Es ist zum Speiben. Aber es geht besser. Die Frau ist nicht zum Laufen geschaffen. Wenn sie flieht, dann nur, um eingeholt zu werden. Mit dem Satz bist du an jedem Stammtisch geistig abnormer Rechtsbrecher King of the Day. Es ist zum Speiben. Es ist wirklich wahr. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Darf ich mitspielen? Hast du den Spatz in einem? Zack, oh, geschält. Das ist, na. Die Männer der Aufklärung haben sich, was diese Frage angeht, furchtbar blamiert. Aber die Frauen sind stark geblieben, die sind dran geblieben und die haben sich ihr Recht erkämpft und erstritten. Und das war nicht leicht. Für die Männer war das unangenehm, aber für die Frauen war das nicht leicht. Und das ist alles noch nicht so lang her. Und das ist alles aber auch noch ziemlich fragil. Das ist alles lang nicht so stabil, wie uns das jetzt gerade vorkommt. Und da sollten wir jemanden, der sagt, dass Gott gesagt hat, dass die Frau dem Manne untergeordnet ist, so jemanden sollten wir nicht mehr Gehör schenken, als jemanden, der sagt, Elvis lebt und der hat ihm das gesagt. So jemand würden wir sagen, mein lieber Herr, da irren Sie sich. Wir würden nicht anfangen, mit dem eine Diskussion über den Symbolgehalt dieser Botschaft zu führen. Und wenn ihr sagt, dass Elvis, meinetwegen auch die Außerirdischen, aber sehr böse werden, wenn man ihre Gebote nicht befolgt, dann werden wir hinter diesen Geboten kein anderes interessantes Moralkonzept vermuten, über das wir uns jetzt ernsthaft Gedanken machen müssen. Das würden wir nicht tun. Wir würden ihm sagen, dass er weggesucht, der Trottel und Gusch. Aber wann genau der Scheißdreck als Religion daherkommt, muss man sich ernsthaft auseinandersetzen, damit ganz ehrlich, weil die auch wirklich geglaubt wird. Ja, und der mit dem Hütchen aus Alufolie glaubt ja auch wirklich, dass er Strahlen empfängt. Der sitzt aber in keiner Ethikkommission. Und der Unterschied zwischen einer Marienerscheinung und einer UFO-Sichtung ist nur für jemanden erkennbar, der entweder das eine oder das andere aus vollem Herzen natürlich ohne Beleg glaubt. Nüchtern von außen betrachtet ist das ein Zielfoto. Irgendwelche Mächte, die nicht von dieser Welt sind, haben mit uns was vor. Na sicher, ganz bestimmt. Wir sollten in dem Zusammenhang übrigens auch das Staunen verlernen. Nach und nach auf jeden Fall. Der Poet forderte gern, dass wir das Staunen nicht verlernen dürfen. Aber das halte ich für gefährlich. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen sich wundern und staunen. Wer sich wundert, sieht gerade etwas, was mit dem, was er über die Welt weiß, nicht übereinstimmt. Wer staunt, sieht gerade etwas, was er überhaupt nicht kennt. Wer immer nur staunt, hat nie was gelernt. Die Vernunft und all das, was wir uns über die Welt wirklich mühsam erarbeitet haben. Alle Kränkungen, die sich dabei aufgetan haben und die wir so einigermaßen überwunden haben, zumindest ein halbwegs anständiges Arrangement gefunden haben. All das, was wir wirklich mühsam, Schritt für Schritt zu Fuß darüber herausgefunden haben, wer wir sind, was wir sind, wie wir in dieser Welt stehen, was wir aus eigener Kraft schaffen können. Weil wir es auch müssen. Und wir waren bei all dem wirklich tapfer. Wir haben all das genommen, geschluckt und durchgestanden. All das
kann doch nicht immer noch ernsthaft auf Augenhöhe in Wettstreit treten müssen mit erfundenen Geschichten aus der Frühzeit der Zivilisation. Wirklich wahr. Zumal wir wissen, dass Götter regelmäßig mit denen aussterben, die sie erfunden haben. Teutates, darf ich erinnern, Teutates war hier bei uns einmal ganz wichtig. Göttervater. Ja, also Göttervater bist du nicht auf Saison. Göttervater bist du für immer, für ewig. Göttervater. Ja, aber Kelten gibt es nur noch selten. Und deswegen gibt es den Teutates auch in keinem Tempel mehr und in keinem Gebet. Den gibt es nur noch in der Asservatenkammer abgelegter, unbrauchbarer Figuren. Das ist kein Gott mehr. Das ist sowas wie eine Art besondere Webtechnik oder Keramik, die die Kelten benutzt haben. Das wissen wir. Aber der Gott, den jetzt gerade irgendwie anbetet, den soll es auf einmal wirklich geben. So wirklich, dass ich mir überlegen muss, was ich sagen darf, damit ich diesen Gott nicht beleidige. Na komm. Ich weiß schon, jetzt kann man sagen, machen wir es doch so wie beim Geld. Tun wir einfach so, als gäbe es einen Gott. Aber das geht nicht. Weil Gott mit all den Eigenschaften, die ein Gott haben muss, um diese Macht über uns zu bekommen, die ihm zugebilligt wird, Gott funktioniert nur absolut. Entweder ist das eine Macht, die uns gemacht hat, dann kann die aber nicht davon abhängig sein, dass wir uns geeinigt haben auf ein, dass man halt sagen, es gibt ihn. Oder es ist eine Erfindung, die wir gemacht haben. Dann kann es aber kein Gott sein. Ich habe einen anderen Vorschlag. Tun wir so, als könnten wir uns anständig verhalten, obwohl wir wissen, dass uns das nicht immer gelingt. Ich weiß schon, da kann man jetzt sagen, das ist doch naiv. Ja, wirklich? Aber jetzt mal ehrlich. Das ist doch lang nicht so naiv wie, sind wir alle brav, weil sonst haut uns der große Huhu noch ein Sterben in den Arsch aus. Das ist übrigens nicht nur naiv, das ist im Grunde auch eine Beleidigung für das menschliche Leben. Das einzige Leben, das wir haben, wird zum Vorsprechen an der Himmelstür gemacht. Das, was wir auf diesem Planeten tun, das Leben, das wir führen, das zählt nicht wirklich. Das wird heruntergestuft zum Probetraining für Atletico Andacht. Das ist eine Kränkung. Tun wir so, als könnten wir uns anständig verhalten, obwohl wir wissen, dass uns das nicht immer gelingt. Und wenn es uns nicht gelingt, dann sagen wir nicht, ja, das ist halt menschlich und damit ist es erledigt. Natürlich ist das menschlich, aber damit ist es noch nicht fertig. Da ist noch nicht alles gesagt. Das wäre nämlich der Idee des Menschlichen ein schlechter Dienst erwiesen. Wenn wir unser Menschsein darin abfeiern, dass wir für gewisse Sachen zu feig, zu faul, zu schlampig oder zu blöd sind. Also wenn das unser Menschsein ausmacht, davon abgesehen, dass wir die Einzigen sind, die sich bemühen müssen, nicht unmenschlich zu handeln. Dafür hätten wir vom Baum nicht runtersteigen müssen. Ich habe einen anderen Vorschlag fürs Menschliche. Wir Menschen machen Sachen besser, als es sein muss. In der Natur ist in Wahrheit nichts perfekt. Das schaut so aus, aber in Wahrheit ist in der Natur alles nur so gut, wie es sein muss. Und dann noch eine Reserve obendrauf, die muss aber auch sein, weil sonst die erste Ausnahmesituation die gesamte Gattung hinwegkraft. Gattungen, die diese Reserve nicht haben, gibt es auf Dauer sowieso nicht. Das, was es in der belebten Natur so gibt, ist in der Summe seiner jeweiligen Eigenschaften erfolgreich, weil es gut genug ist. Aber perfekt ist da gar nichts. Es gibt eine Papageienart, die können nicht mehr fliegen, weil die auf einer Insel wohnen, wo es keine Raubtiere für Papageien gibt. Und wenn es nicht sein muss, dann verlernen sogar Vögel das Fliegen. So ist die Natur. Wir Menschen haben die Möglichkeit, auch das gelingt nicht immer, aber die Möglichkeit haben wir, und zwar in allem, was wir tun, mit der Welt und auch miteinander, haben wir die Möglichkeit, Sachen besser zu machen, als es sein muss. Das ist was zutiefst und einzigartig Menschliches. Das sollten wir nicht schwänzen. Dankeschön.